Dam, 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 yo, Ladies und Gentlemen. Aha. Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Heute wieder mit der schönen Elizabeth und mir, Raffi. Ja, letzte Folge haben wir die Qualität nochmal angeschaut und ich finde, es schaut relativ gut aus. Ihr habt jetzt zwar nichts da, also ihr habt nichts in den Kommentaren gelassen, aber nach den ganzen positiven Bewertungen hätte ich jetzt mal gesagt, das passt für euch auch. Das einzige Problem, was ich letzte Aufnahme hatte, war das, dass ich, wenn ich wegschaue, fast gar nichts vom Sound höre. Das lag aber dann nicht an mir, also es lag an meinem Headset und nicht an der Aufnahme. Das hat man auf YouTube ganz normal gehört, also da, das, ja. Es kam euch bestimmt ein bisschen komisch vor, wo ich gesagt habe, das hört sich komisch an, obwohl es sich gar nicht für euch komisch angehört hat. Aber für mich hatte ich den Sound halt wirklich nur auf einem Ohr oder so, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Naja, also, wir sind wieder im Bioshock und letztes Mal haben wir diesen Riss hier geöffnet und jetzt müssen wir, glaube ich, zum nächsten rennen. Ja, ist alles wahrscheinlich wieder zurück. Da-da-da-da-da. Oh Gott. Und da war ja noch dieser Rabentyp, aber ich glaube, den haben wir sogar letzte Folge erledigt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Okay, wir haben noch nicht mal alles durchsucht. Das müssen wir dringend nachholen. Alter, was geht denn? Also ungründlich. 3700, alter Schwede. Ist doch richtig? Ja, was war das? Alter, wie geil sich das aber anhört. Und wie geil es ausschaut. Spooky. Oh, warum? Okay. Was machen die da? Ich lasse euch da mal hier alleine, gell? Alter, was geht mit dem Sound gerade? Au. Laut. Oh Gott. Oh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Naja, zu spät. Jetzt müssen sie es erledigen. Komm, geh sterben. Ich find's auch eher beschissen, dass wir nichts gegen die haben. Können wir hier eine andere Fähigkeit ausprobieren? Machen wir hier vielleicht Pferd oder so. Dann machen wir hier das den Rambock vielleicht. Wow, Junge, Junge. Chill your Leben. Ja, du auch. Und ich sollte vielleicht mich auf die konzentrieren. Oh mein Gott. Oh, das hat richtig geil nice Schaden gemacht. Das war nice. Oh fuck, ich bin auf was. Okay, danke. Alter, könnt ihr mich nicht mal hier in Ruhe lassen? Hilfe! Shotgun! Hilfe! Ja, da können wir sogar, wir könnten ja sogar wegrennen, glaube ich. Aber wie viel Leben hatten wir? Ah! Alter! Ich will den Geist killen, nicht die ganzen Geister, die sie ja schafft. Alter, man, die Düfte. Boah, danke. Vielen Dank. Au, 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 au. Wie die halt abgeht. Mal kurz Schild generieren. Regenerieren, besser gesagt. Oh ja, hier Salz. Sehr gut. Wo ist die jetzt? Jetzt pass auf. Was mach ich hier so? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn jetzt hin? Ich verarschen. Ah, da haben wir Gesundheit bekommen. Komm her. Zack. Nice. So ist es. Da ist das Viech. Komm her. Zack und zack. Nice, geiler Kombo. Ich bin froh, dass der wenigstens funktioniert und alles andere irgendwie nicht. Puh, N. Ah, da, da raus. Ups, ich wollte keine Waffen wechseln. Aber wir nehmen das hier definitiv weiter. Und gehen dann wieder raus. Hier war der Button zum Pushen. Ja, ich will wirklich verlassen. Und dann suchen wir mal nach dem letzten Riss. Mal schauen. So. Okay. Jetzt muss ich erst wieder rausfinden. Oh Gott, ich kenne mich hier schon wieder gar nicht aus. Was geht denn? Hier geht's raus, genau. Oh. Warum brennt es da auf einmal? Hat es davor schon gebrannt? Ich soll jedenfalls da hoch und dann Fragezeichen.
Da springen wir dahin. Das könnten wir definitiv mal aufmachen. Wo muss ich denn hin, bitte? Schauen wir erstmal kurz hier noch rein. Ist da auch irgendwas Cooles drin? Dann holen wir irgendwie unser Elektrozeug raus. Oh, ein Voxphone. Wir haben es hier nicht nur wegen dem Voxphone aufgemacht, oder? Was ist das hier? Revolver. Alter, nur wegen dem Voxphone. Willst du mich jetzt wirklich verarschen? Das war gar nicht gebraucht. Aber wir müssen angeblich hier hoch. Und jetzt wohin? Schauen wir mal. Nein, es. Schauen wir halt mal hier runter. Zack. Bin ich hier richtig? Ah, hier bin ich, glaube ich, sogar richtig. Bin ich hier richtig? Hä? Dahin? Nee, da wieder hoch. Hä, wo ist denn, wo muss ich denn hin, bitte? Du stimmst Fahrer auch schon. Vielleicht soll ich ja da wieder zurückgehen. Was soll ich da wieder hoch wahrscheinlich, oder? Hä? Vielleicht muss ich ganz zurück? Aber ich kann gar nicht ganz zurück. Da komm, zum Aufzug komme ich ja nicht mehr, da wo wir hergekommen sind. Ach, fuck. Haben wir unten schon geschaut, was hier ist? Ah, hier ist vielleicht. Ah, okay, da müssen wir hin. Let's not sit. Reclaim for the people of Colombia. Scheint irgendwie das Motto der Revolution oder so. Ah, okay, hier haben wir auch schon wieder die Fußstapfen. Manchmal ist das Navigationssystem echt ein bisschen komisch. Aber naja, kann man nichts machen. Sie haben ihr Bestes gegeben und das Beste ist auch gut genug, finde ich. Also, wie geil das Spiel jetzt schon ist, da vergebe ich Ihnen die kleinen Fehler hier. Dass ich mal vielleicht eine halbe Minute oder so ein bisschen rumsuchen muss. Ein bisschen die Umgebung anschauen ist auch jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Also, das sowas kann man sich schon anschauen, gell? Was sagt ihr? Schon, oder? Gehe ich noch richtig? Ja. Wir rennen wahrscheinlich einfach zu der riesen Area davor zurück. Dachte ich mir schon. Da waren wir. Oh, wir könnten aber mal schauen, wenn wir es oh mein Gott, so viel zum Upgraden. Explosivschaden. Hört sich doch schon mal ziemlich nice an. Was ist das? Erhöht die Schilder und verringert die Salzkosten. Hört sich beides cool an. Dauer der Betäubung ist auch geil. Was ist das hier? Schild wieder aufladen. Das ist nice. Das werde ich jetzt nämlich doch ein bisschen öfter benutzen, die Fähigkeit. Was haben wir hier? Waffen-Upgrades? Nice. Neues vielleicht Feuerhagel, Schießeisen, Burstgun. Ne, haben wir glaube ich in letzter Zeit alles. Hi, danke. Wampf. Geiler Schuss. Geil gefangen. So, dann machen wir vorsichtshalber hier unsere Ladungs wieder. Ladungsschuss. Was? Komm, du wirst mich doch verarschen, oder? Was? Wo kommen die auf einmal her? Oh mein, das ist ja, das war ein Gegner. Lol. So, jetzt pass auf, was machen wir hier einfach mal so. Zack. 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 Ich habe schon ein einziges Mal getroffen. Also ich will dich hier aushalten. Find ich mir schön. Komm her. Nice. Alter Schwede. Ist die hart drauf, die Typen. Okay, ich schätze mal, wir müssen hier nach links, oder? Ja. Memorial Gardens. Nein, oder? Nein, Quatsch. Hä? In die Richtung? Hier rein? Hier geht's definitiv noch rein. Drei Lockpicks haben noch kurz hier rein. Sonst frage ich mich, wo wir sonst gerade hin sollten. Wir erkunden erstmal hier ein bisschen. Das ist bestimmt ein Voxphone. Hoffentlich nicht nur wieder ein Voxphone. Okay. Das schaut schlecht aus für mich. Es ist wieder nur ein Voxphone, oder? Die Kasse ist leer. Ja, es war nur ein Voxphone.
Lass mich verarschen. Ah, hier. Hätte ich fast übersehen. Bei Zerfall eines Schildes wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Pff, nein. Sagt mir jetzt nicht so zu. So, und hier drüben sollen wir angeblich irgendwo hin. Hat ihr gerade den Lichtwechsel gesehen? Hat übelst geil ausgeschaut. So von diesem inneren grauen, nicht grauen, aber hellen Ton. Jetzt gehen wir nicht wieder zurück, oder? Nein, okay, gut. Hier sollten wir eigentlich hin. Das ist alles? Ach, vorher waren die Fußspuren doch noch in die Richtung, der Flug. Bitteschön. Unlogisch. Vielen Dank. Ist das der Riss? Scheint mir fast. Schauen wir vielleicht noch erstmal ein bisschen weiter, bevor wir den Riss öffnen. Ein bisschen erkunden, weil ich schätze mal, es kommt gleich wieder ein fetter Kampf oder so. Hier irgendwas. Nur ein Bild von irgendjemandem. Okay, schaut nicht so aus. Dann öffnen wir mal den Riss. Beziehungsweise Elizabeth. Ich hab die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen lieblos wirkt. Kehre zum Tor von Kampfstock zurück. Hier ist einfach ein Vox von erschienen. Finde ich sehr sozial. Auch wenn ich es nicht anschaue. So, und jetzt kehren wir mal zurück. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch mehr Typen. Jetzt müssen wir, glaube ich, durch die Memorial Gardens zurück. Einfach mal durch den Riss durchlaufen. Die tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht. Ja, was? Sie ist gar nicht das Objekt, das man sucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Aha, jetzt werden wir also ganz schön emotional und bringen sie jetzt doch weg. So, können wir jetzt hier öffnen. Danke. Oh Gott. Oh, das war so klar, das war so klar. Oh, Alter Schwede. Was ist das für fette Typen? Hilfe! Ja, leck mich fett. Ja, komm her. Zack. 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 Moskito, mach die Moskito. Ah, Hilfe! Ja. So ist er. Oh, da hat sich gerade die Moskito einfach so zerstört. Gehen mit der bitte. Wo sind die? Oh! Oh, du hast gehen mit den Kranken. Ich will auch einfach so Typen beschwören können. Komm her, jetzt hol ich sie mir. Gebt euch. Oh mein Gott, Hilfe. Die benutzen ja die Geschütze. Was sind das für kranke Typen? Moskito. Mach. So. Komm her. Zack, 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 zack. Zack. Nice, nice, nice. Nice Schaden gemacht jedenfalls. Liegt die Moskito noch? Ne, ist natürlich schon längst tot. So, wo ist sie jetzt? Hilfe, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Ah, jetzt. Alter, kannst du mal aufhören, mit nachzurennen. Und wir halt gar keinen Nahkampfschaden machen, willst mich verarschen. Au. Ah, da. Moskito, schnell! Alter, Hilfe! Wie krank! Au, was? Alter, wo kommt der auf einmal her? Ich verarsche. So. Ah, perfekt. Jetzt können wir es hier beenden. Die sind gleich tot, glaube ich. Sollen wir noch kurz finden, ne? Wo ist er denn? Wo ist er? Da hinten ist er. Zack. Bam, Alter, easy going. Ah, da. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du.
hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Absolutes Mindfuck. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Was passiert? Sag. Jetzt passiert gleich alles, oder? Nein. Hast du jetzt aufgemacht, wie nett. Kein Problem, immer wieder gerne, ich schieße gerne auf Geister. So, aber jetzt nach dieser turbulenten Folge mal wieder. Hoffe, euch hat's gefallen. Wir schauen nächste Folge endlich mal in Comstocks Haus nach 20 Millionen Sidequests, das wir machen mussten, nach einer Menge Geisterjagen, Dings, Ghostbuster-Style. Also hoffe mal wieder, euch hat's gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns nächstes Mal und ja, reingehauen, schönen Tag noch. Tschüss.